Julia aus Landau-Arzheim ist 14 Jahre alt und hat beim Geschichtenwettbewerb der Duden-Institute für Lerntherapie eine so herausragende Geschichte eingereicht, dass die Jury sich entschieden hat, einen Sonderpreis für sie zu verleihen. Julia beschreibt in ihrer Geschichte ihren Weg, eine für sich passende Sportart zu finden. Das gelingt ihr beim Klettern. Mit großer Leidenschaft hängt sie an ihrem Sport. Aber dann kommt alles anders als gedacht. Und hier steige ich ein und lese einen Ausschnitt vor. Dass ich hierher gehörte, war mir vom ersten Training an klar gewesen. Und jetzt stand ich hier und hatte wieder Ziele. Ich lachte mit meinen Freundinnen und wir stellten uns vor, irgendwann Wettkämpfe zu klettern und als Erwachsene mit unseren Kindern zu üben. Ich war einfach nur glücklich. Diese kostbaren Momente hätte ich tief in mein Herz brennen sollen, um sie dort für immer aufzubewahren. Doch keiner von uns konnte zu diesem Zeitpunkt wissen, dass bald alles anders sein würde. Veränderung kommt nun mal unerwartet. Aufgrund dessen werden wir die Kinderkurse vorerst einstellen, las meine Mutter von ihrem Display ab. Eigentlich waren es nur 8 Worte in einer E-Mail, in meinem Kopf jedoch das reinste Inferno. Es fühlte sich an, als hätte man einen Teil aus meiner Seele gerissen und an seiner Stelle klaffte nun ein düsteres, graues Loch. Ich verspürte nichts als grenzenlose Enttäuschung. Corona hatte sich zwischen mich und meine Träume gestellt. Mal wieder. Eigentlich hätte ich mich glücklich schätzen sollen, dass es diesmal kein vollständiger Lockdown war und mir meine Freunde nicht erneut genommen wurden. Doch da war diese Frustration, dieser Schmerz, diese abscheuliche Verletzlichkeit meines Glücks. Ich dachte, die ganze Welt und vor allem meine Welt wäre dem Virus endlich entkommen. Doch er war zurück und mit ihm meine geballte Machtlosigkeit. Erinnerungen fluteten meinen Geist. Ich als kleines Ballettmädchen, das nie gut genug gewesen war, um die Gruppe repräsentieren zu dürfen. 6 Jahre hatte ich den Sport im rosa Kleidchen meinen Körper formen lassen. Dann hatte ich auf mein Herz gehört und mich getraut, es zu beenden. Es war nicht alles schlecht gewesen, aber ich hatte gespürt, dass ich an diesem Ort nicht dauerhaft glücklich sein konnte. Der nächste Gedanke bildete mich in einem Krankenhausbett ab. Ich hatte zum 2. Mal einen Reitunfall gehabt und diesmal war er schwer gewesen. Mein Gips war globig, die gebrochenen Knochen mit Drähten fixiert, mein Gesicht Tränen überströmt, meine Hand orange gefärbt vom Desinfektionsmittel aus dem OP-Saal und die Schmerzen grässlich gewesen. Nach diesem Schicksalsschlag hatte ich auch dem Stall und den Pferden den Rücken gekehrt. Doch ich hatte nie aufgegeben, immer gewusst, dass mehr in mir steckte, als meine Trainer sehen konnten, mehr als ich ihnen hätte zeigen können. Ich hatte das Gefühl, dass sich in mir eine Art Docht befand, der nur noch nie ein Feuerzeug berührt hatte. Und jetzt stehe ich kurz davor, ihn in Form einer gigantischen Flamme zu entzünden. Aber meine Hände sind gebunden. Leben ist nicht fair, dachte ich frustriert. Irgendwie war ich plötzlich wütend und traurig zugleich. Ich warf einen Blick aus meinem Zimmerfenster und meine Augen tasteten die Richtung ab, in der die Kletterhalle lag. Wann würde ich wohl zurückkehren können? So viel kann ich verraten, die Geschichte geht gut aus und ich springe jetzt einmal zum Ende. Es war ein Silvester vor einem Jahr, als ich merkte, dass ich den Wunsch nach neuen Kletterkursen endgültig gehen gelassen habe. Manchmal schaffe ich es noch, in den Ferien oder im Urlaub im Gurt zu hängen und diese Momente zu genießen. Meine Suche hätte jedoch nirgends besser enden können als im Dojo. Auch wenn ich es nie für möglich gehalten hätte, habe ich im Karate eine völlig neue Seite von mir selbst entdeckt, die ich über alles liebe. Und das ist es, was ich euch allen mitgeben möchte. Sucht überall nach euch selbst und sprengt eure eigenen Grenzen. Denn vielleicht waren diese niemals mehr als eine blanke Illusion.